Hi, ihr fragt euch jetzt sicherlich, was will dieser Typ hier, und das zu Recht. Ich versuche mich jetzt am Anfang kurz zu halten und dann wird der Hauptaugenmerk auch auf den Unterwasseraufnahmen trotzdem liegen. Dennoch möchte ich diese Plattform nutzen, um auf etwas aufmerksam zu machen. Die Ostsee hat hunderte Wracks. Schiffe, alt, neu, Koggen aus Holz, Stahlschiffe, was weiß ich nicht alles. Dann gibt es noch versunkene Anlagen. So viele Sachen, zum Teil schon Jahrhunderte alt. Und all diese Dinge sind in Gefahr. Das zum Beispiel ist ein Schlepperwrack. Schön und gut, denken sich einige, richtig schön zum Tauchen, 15 Meter Tiefe, ist auch eine schöne Tiefe, kannst du dir schön angucken, 12 Meter lang, überschaubar, richtig schöner Tauchgang. Das Problem ist, dieser Schlepper, man weiß nicht mal, wie er heißt, man weiß nicht, wann er gesunken ist, man hat gar keine Informationen über ihn. Es müsste viel mehr erforscht werden, aber dazu fehlt das Geld. Dann kommen Taucher daher, die schauen sich das Wrack einfach nur an, machen zwei, drei Bilder und gehen wieder nach oben. Alles in Ordnung. Aber dann gibt es halt auch Taucher, die gehen runter und sagen sich, ach komm, hier, das kleine Fitzelchen, das merkt eh keiner, ich nehme mein Andenken mit. Wenn das einer macht, ist das kein Problem. Wenn das 100 machen, ist irgendwann das ganze Wrack weg. In Rostock gibt es die Gesellschaft für Schiffsarchäologie, die kümmert sich genau um sowas. Die erforschen die Wracks, die gucken nach, die sammeln Informationen und so weiter. Außerdem versuchen sie, die Wracks zu schützen. Zum Beispiel ist im Heckbereich dieses Schleppers, der droht einzustürzen. Hat man stabilisiert, Sandsäcke noch drunter gemacht, Stützen hingebaut, dass dieses Wrack nicht verloren geht. Ein weiteres großes Problem bei Wracks sind die Anker von Schiffen von Norden mit den Tauchern. Und auch dafür gibt es eine Lösung, sogenannte Ankersteine. Das Schiff ankert an dem Ankerstein, du gehst runter, schwimmst dann alleine zum Wrack, schaust dir das Wrack in aller Ruhe an, schwimmst dann alleine zurück, kommst wieder hoch und hattest einen richtig schönen Tauchgang, ohne das Wrack zu beschädigen. Ich habe mir gedacht, ich nutze diese Plattform dieses Wettbewerbs dazu, mal auf etwas aufmerksam zu machen. Jeder möchte schöne Aufnahmen zeigen, klar. Das ist auch der Sinn dieses Wettkampfs. Aber trotzdem ist hier ein bisschen Öffentlichkeit dahinter und deswegen möchte ich auch mal aufmerksam machen auf die Probleme. Und da müssen wir nicht erst weit irgendwo hingucken in irgendwelche fremden Weltmeere. Es reicht, wenn man uns rauszieht. Und das ist eigentlich schlimm. Deutschland ist fortschrittlich. Und gerade hier sollten wir ein bisschen Geld in die Hand nehmen, vielleicht jeder ein klein wenig, um solche Wracks zu schützen und richtig zu erforschen. Das wollte ich damit rüberbringen. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Und dann ja, danke fürs Zuhören. Auf Wiedersehen.